Hey ihr, da bin ich wieder und sie kam eigentlich schon gestern an, die neue Wootbox, das ist jetzt die Wootbox für den Dezember halt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gestern gar keinen Bock gehabt, die auszupacken, ich weiß gar nicht mehr warum eigentlich, ist ja vollkommen egal, aber ich hatte halt gestern keine Lust, aber heute habe ich Lust, wenn auch nicht wirklich so viel mehr, muss ich ganz ehrlich zugeben und naja, bevor mir die Lust wieder ganz hell geht, würde ich sagen, wir packen die einfach mal aus, beziehungsweise nicht ganz aus, sondern wir gucken halt erstmal ein bisschen rein hier. Und als erstes haben wir hier wieder, wie immer, das kleine Spoiler-Heftchen. Und richtig, das war das Thema Epic, ist das diesen Monat, das ist auch genau für den Dezember. Und naja, da gucken wir nicht rein, wenn überhaupt, und erst zum Schluss. So, was haben wir hier? Hier ist was Kleines, da ist was ein bisschen Größeres, hier ist was sehr Großes, was Weiches und so, ne? Packen wir jetzt das hier aus. Das hier ist der Pin. In der Wootbox ist immer ein Pin dabei. Und ich weiß gerade echt nicht, was das hier sein soll. Ha. Was haben wir denn hier? Was ist das? Ich weiß noch nicht mal genau, wie rum man das hält. Ich zeige es euch einfach mal. So sieht der Pin aus. Ich weiß gerade echt nicht, ob man den so rum oder vielleicht so rum hält. Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn überhaupt? Weiß das irgendwer, was das hier sein soll? Also ich weiß es nicht. So, was packen wir jetzt aus? Packen wir jetzt mal das Kleine hier aus. Hier haben wir ein Dragon Ball. Okay, wissen Sie, hier drauf ein Crystal Ball. Okay. Na, komm raus aus der Tüte. Ein Crystal Ball. Ich sehe gerade ja echt, doch, da sind Sterne drauf. Mal gucken, welchen denn wir haben. Weil es gibt jetzt 7 Dragon Balls und jeder hat halt einen Stern drauf und ich habe hier den Dragon Ball mit 4 Sternen. Ist das ein Flummi? Nee, es ist kein Flummi. Okay, ich dachte gerade, dass das so einer von diesen dicken Flummis wäre. Okay, ich habe den mit den, kann man das sehen? Ich glaube ja, mit den 4 Sternen den Dragon Ball. Okay, was mache ich jetzt damit? Ich habe eine Kugel, okay. So, wunderbar. Oh, jetzt rollt sie auch noch weg. Egal. Jetzt holen wir mal das Weiche raus. Also, das ist schon eigentlich cool, aber das wäre eben noch cooler, wenn es hier irgendwie so, weiß ich nicht, so ein kleines Podest dabei gewesen wäre, wo man den halt schön draufstellen kann. Das ist halt hier nur echt diese Plastikverpackung und das sieht jetzt nicht so schön aus. Leider kenne ich jetzt auch gerade keinen, der so richtig Dragon Ball begeistert ist, dem ich das dann auch schenken könnte. Was haben wir hier? 2 Sachen? Nee, eine Sache. Na, hier sind noch ein paar Sachen drin. Okay, und das hier ist ein. Ich sehe schon. Das ist ein. Irgendwas mit Pikachu. So viel kann ich sagen. Und irgendwas Japanisch. Was steht denn jetzt hier drauf? Wahrscheinlich einfach nur Pikachu auf Japanisch. Ich kann kein Japanisch. Ich kann 1-2 Wörter. Aber auch nur einzelne Wörter. Also so das standardmäßige, was man irgendwie so aus irgendwelchen Animes mal mitbekommt. Aber okay. Das ist aber irgendwie cool. Das gefällt mir, oder? Das sieht ganz schick aus, das Pikachu-Shirt. Doch, und ich glaube schon, dass hier oben Pikachu steht. Hier unten ist auch die Nummer, den das Pikachu im Pokédex hat. Es sieht cool aus, das Shirt, muss ich schon sagen. Allerdings, es ist Pikachu. Diese kleine, widerliche, gelbe Ratte. Weil zum Glück ist es hier nicht gelb. Das Motiv an sich ist trotzdem cool. Das finde ich wirklich gut. Das muss man jetzt mal wirklich so lassen. Hier hinten schon auch drauf Pikachu. Pikachu. Pokémon. Leider das falsche Pokémon, ja? Aber das richtige Pokémon ist halt leider kein sehr beliebtes Pokémon. Obwohl es das beste Pokémon ist. Und ich rede hier natürlich von Nidoking, ja? Nidoking ist das beste Pokémon. Warum? Weil es einfach cool aussieht, ja? So, sagen wir mal, hier, was ist das? Ein Super Nintendo, was ein ganz weicher Super Nintendo Controller. Okay. Was soll das hier sein? Hör mal an. Oh. Irgendwas Weißes, was mir aus der Hand flitscht. Okay, also heute haben wir komische Sachen, die aus der Hand flitschen, Kugeln, die wegrollen. Und jetzt haben wir hier nur noch eine Sache und, oh, jetzt kann ich es mal ein bisschen besser fühlen und es fühlt sich so an. Ich habe damit schon ein paar Mal falsch gelegen, aber es fühlt sich an wie ein Funko Pop, also wie die Verpackung von einem Funko Pop. Ja, die sind ja dann haben wir doch eine spezielle Größe, sag mal, oder eine Größe, die mir bekannt vorkommt. Und hier haben wir ein Funko Pop, das ist cool. Und das ist cool. Den wollte ich sogar schon mal holen. Zwar als Flocket und nicht als normal, aber ist ja egal. Das hier ist der Chewbacca und der hält einen Prog in der Hand. Das ist natürlich cool. Ich pack den mal aus
um euch das besser zu zeigen, beziehungsweise davor gucke ich mal hier rein. Nee, das war's. Mehr haben wir hier nicht drin. Das war das letzte Item, aber das ist gut. Diese, dann kommt dann wieder sowas, wo ich am Anfang sagte, oh, hier, das ist eigentlich ganz cool, aber das ist auch nicht so der Hammer. Und dann kommt hier ein Funkpop, den ich mir mal kaufen wollte und es dann doch gelassen habe. Aus Gründen. Ich kenne sie gerade gar nicht mehr, die ganzen Gründe. Ist auch ganz egal. Und dann habe ich ihn in einer Wutbox drin. Das ist natürlich gut. Hier, so sieht er aus. So, mit einem Wackelkopf, wie alle Star Wars Pops. Sie haben immer einen Wackelkopf. Und der gefällt mir. Der ist schick. Der ist toll. Und vor allen Dingen, ich glaube, ich habe noch gar keinen Chewbacca. Habe ich einen Chewie? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich keinen habe. Oh, da hinten sieht man dich gar nicht. Moment. Und mal, wieso? Na, es geht zu packen. Dann könnte ich dann einfach hier draufstellen. Wunderbar. Bestes Item für mich aus dieser Box. Gar keine Frage. Ja, wir. Und das war es jetzt auch leider schon. Und, boah. Ich sehe gerade hier, bei der Wutbox, da gibt es ja auch dann jeden Monat eine Mega-Wutbox. Aber nur eine einzige und die wird halt verlost. Und, oh mein Gott, wär die geil gewesen, ja. Hier, da gab es eine Sylvana-Statue. Ich bin zwar eigentlich ein bisschen mehr Allianz, aber ich spiele auch Horde. Und der Charakter ist halt, sie dreht zwar momentan irgendwie ziemlich ab, finde ich zumindest, ja. Aber die Statue ist cool. Ich glaube, die kann man sogar offiziell bei Blizzard im Shop kaufen. Und hier, richtig geil, das ist diese Darksiders Super Collectors Edition. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind da auch drei oder vier Figuren drin. Also zumindest die drei Reiter, die wir bisher kennen. Und ich glaube, dann noch irgendeine von diesen NPCs, den man im zweiten Teil kannte oder so. Ah, ist ja egal, ja. Auf jeden Fall, das muss ich übrigens auch noch zulegen. Nur wahrscheinlich, ich wollte mir eigentlich für die PlayStation 4 holen. Aber das wird jetzt dann wahrscheinlich dann doch der PC werden, weil ich habe irgendwie jetzt schon häufiger gelesen, dass da irgendwie so, vom technischen Standpunkt aus soll das für den PC besser laufen. Und ich warte ja eh noch auf meinen coolen, ich warte schon so lange darauf, auf meinen coolen neuen Bildschirm, den ich mir bei Amazon geholt habe. Der ist für den PC, das ist 49 Zoll, das ist 1,20 Meter. Ich freue mich schon so darauf. Nur er kommt nicht, er sollte heute kommen und bisher kam nichts. Und, ah, Mensch, DHL, ihr seid eigentlich sonst zuverlässiger. Ja, egal, darum geht's nicht. Ja, Wootbox und irgendwie die Seiten, die pappen ein bisschen aneinander. Von diesen, was ist das? Kann ich eigentlich mal lesen? Ein Stressball soll das hier sein. Okay. Dann drückst du rum, hast du keinen Stress mehr. Die Dinger funktionieren auch gar nicht, oder? So, da gab es auch noch dann andere Muster. Ich hätte den fürs N64 ziemlich cool gefunden. Dann Dragon Ball. Hier drauf ist es auch nur der mit den vier Sternen abgebildet. Gab es echt nur den einen? Das wäre langweilig gewesen, ja? Finde die Kristallkugel Nummer 4, um all deine Wünsche zu erfüllen. Krillin ist noch tot. Das macht nichts. Toll, ich muss nur die letzten 6 Kugeln finden. Ja, ist klar. Wenn es immer nur die Nummer 4 gab, dann geht er da gar nicht. So, hier das Pikachu-T-Shirt, ja, wunderbar. Und auf der letzten Seite, das ist auch immer was zu diesem Pin hier beschrieben. Ach, aber ich kenn's nicht. Das kommt mir zwar irgendwie, das ist aus irgendeinem Anime. Aus irgendeinem Anime. Hier steht noch, finde das Ei des Kaisers, dieses mythische Objekt, mit dem du in Kontakt mit den Göttern treten kannst. Sei der Auserwählte und trag die immerwährende Last. Okay, das kommt doch aus irgendeinem Anime, oder? Ich meine, das kommt aus irgendeinem Anime. Und es gibt eine Sache, die mich jetzt hier stört. Ansonsten war nämlich immer auf der letzten Seite von der Wutbox hier, in dem Häppchen so ein kleiner Wink zum Thema der nächsten Box. Diesmal haben wir hier nur Werbung, oder? Oder ist das nächste Thema Asterix und Obelix XXL2? Ja? Ist das nächste Thema von der Wutbox? Weil wäre irgendwie auch cool, Asterix und Obelix als Thema. Aber das sah sonst immer anders aus. Ja, jo, und das war's. Das war jetzt die ganze Wutbox hier. Hat sich gelohnt für mich, wegen dem kleinen Kerlchen hier schon, mit dem kleinen Kerlchen auf der Hand. Kerlchen. Das will ich sagen, Kerlchen, ja. Und, naja, das war's. Wie hat denn euch die ganze Box gefallen? Könnt ihr mal so in die Kommentare schreiben und, vielleicht hat auch einer von euch einen anderen hiervon. Also nicht, dass ich tauschen will, sondern halt einfach nur aus Interesse, ob es dann hier noch andere von denen gab oder ob es echt nur die Nummer 4 gab. Das war irgendwie ziemlich langweilig, na ist egal. Wie, das war's. Vielen Dank fürs Zugucken, wenn ihr es bis dahin überhaupt geblieben seid. Und habt noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder, was schon bald kommt, die nächsten Tage. Weil ich habe nämlich eine kleine Sache, die ich zeigen möchte. Und dann eine kleine Überraschung für irgendjemanden von euch. Aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt. Also, macht's gut. Tschö.